Ich bin der Gunnar und lebe mit meiner Frau, der Luise, und meinen zwei Söhnen, mit Alexander und mit dem Konstantin, seit 9 Jahren in einem kretischen Bergdorf, 800 Meter gelegen. Das Dorf heißt Kapitan Jana. Es liegt im Süden, an der Südküste von Kreta. Und es leben eigentlich nur mehr sehr wenig Leute, nämlich 100 bis 150 Leute in diesem Dorf. Hauptsächlich alle Schafsbauern. Wir haben das Dorf bei unserem ersten Kreta-Urlaub entdeckt, sind mit einem Mietauto hier hochgefahren und waren vom ersten Augenblick an fasziniert von der Lage des Dorfes und müssen dazu sagen, dass es wahrscheinlich wohl Liebe auf den ersten Blick war. Ein Jahr später drauf, bei einem weiteren Kreta-Urlaub, gab es die Gelegenheit, hier in diesem Dorf ein Haus zu kaufen. Und wir haben, nachdem uns das erste Mal schon so gut gefallen hat, einfach zugeschlagen und das Haus gekauft, 1984. Uns hat als erstes diese Ruhe gereizt in diesem Dorf. Wir haben jahrelang im Ausland gelebt, meistens auf Baustellen, wo wir mit sehr vielen Leuten zusammenleben mussten. 1.000 bis 3.500 Leute in so einem Camp untergebracht. Und wir haben nach diesen paar Jahren Campleben eigentlich nur die Ruhe gesucht. Und hier in diesem Dorf auch gefunden. Also die Existenz würde sich in diesem Dorf sehr schwierig gestalten, wenn wir das Gleiche versuchen würden wie die Bauern, die eigentlich sehr karg und einfach leben. Wir sind als Österreicher doch an einen gewissen Luxus gewöhnt und haben eben dann versucht, hier im Dorf mit einer Arbeit Fuß zu fassen, die uns eigentlich schon seit Jahren interessiert hat. Ich habe früher in Österreich sehr viel geklettert und bin sehr viel in den Bergen gewesen. Es hat sich halt mit der Zeitspanne dann so entwickelt, dass ich mein Hobby zur Arbeit gemacht habe. Ich wandere sehr viel auf Kreta, führe sehr viele Gruppen auf Kreta und bin inzwischen für das Astarusia-Gebirge, das ist dieses Gebirge im Süden, wo wir leben, also zu einer Informationszentrale geworden für Wanderer, die hier vorbeikommen. Für mich war der Kofinas ein wichtiger Teil, dass wir uns in diesem Dorf niedergelassen haben. Es ist unser Hausberg mit 1245 Meter und ist relativ schnell erreichbar. Ich versuche ihn in jeder Tour, die ich mache, einzubauen, weil man nach allen Himmelsrichtungen von seinem Spitz aus die wichtigsten Teile Kretas sehen kann. Dieser Berg hat sehr viele Gesichter. Man kann ihn von jeder Seite anschauen und man glaubt nicht, dass es immer dasselbe ist. Vom Süden kann man ihn erklettern unter allen möglichen Schwierigkeitsgraden. Im Norden ist er leicht besteigbar. Vom Westen schaut er aus wie eine Pyramide. Und von Osten ist er sehr, sehr unwirklich und schroff. Er hat für mich alle Gesichter, die man am Berg finden kann. Es ist eine Art von sanften Tourismus, den wir hier an die Leute weitergeben. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass Wanderer sich in der Natur wesentlich vorsichtiger bewegen, als wie Leute, die die Landschaft mit dem Auto oder mit dem Motorrad erobern. Ja, schön, haben wir es geschafft. Ja. Schönes Parkett, gell? Ja, schönes Parkett. Kreta ist besonders bekannt für seine Schluchten. Wir haben eine der schönsten Schluchten hier. Und auch sehr viele unbekannte Schluchten, die wunderbar durch die Natur, durch die
Millionen Jahre ausgewaschen sind, die wunderbare Formen bilden, in die man sich manchmal richtig verlieren kann. Bergsteigen und Bergwandern ist für mich eine Art von Meditation. Ich möchte mich nicht unbedingt als religiös bezeichnen, aber Bergsteigen ist eine Art von Religion. Es ist ein sich ruhiges Bewegen in der Natur, ein Einssein mit der Natur. Ich wende für meine Führungen sehr viel Zeit auf. Die Vorarbeit besteht manchmal aus tagelangen Vorwanderungen, die ich mit Kugelschreiber und Block, Fotoapparat und Schlafsack unternehme. Wir haben inzwischen auch ein eigenes Trekkingbüro, ein Wanderbüro gegründet, wo wir eben schon einen größeren Bekanntenkreis und Freundeskreis im deutschsprachigen Europa anschreiben und über unsere Wandertouren informieren. Ich bin gelernter Koch, habe aber mich dann von dieser Massenabspeisung in großen Hotels und Kantinen distanziert. Es hat mir keine Freude mehr gemacht, da zu arbeiten. Nachdem unser Haus jetzt aber sehr stark besucht ist von Freunden, von Gästen und von diesen Tourenteilnehmern, freue ich mich auch sehr darüber, wenn ich diese kretische Küche diesen Menschen ein bisschen näher bringen kann. Es gibt sehr viele unterschiedliche Gemüse, die es bei uns nicht gibt. Und die Zubereitungsarten unterscheiden sich auch von der österreichischen Küche. Ich stehe manchmal stundenlang in der Küche und versuche aus diesen Produkten selbst zu kreieren und alte kretische Küche den Leuten nahezubringen. Nachdem wir 2 Jahre in Kreta gelebt haben, hat sich für uns die Frage gestellt, weil der älteste Sohn, der Alexander, in die Schule musste, wo wir unsere nächste Zukunft verbringen wollten. Nachdem wir uns hier schon so zu Hause fühlen, glaube ich, werden wir auch hier bleiben.